So, und schon auf der nächsten Map. Gib mir die scheiß Shiva. Die Map wird, denke ich, ein größerer Krampf. Aber hier war, weiß nicht mehr, hier kann ich mich halt nicht direkt messen. Das Problem ist, damals haben wir die zu dritt gespielt. Jetzt bin ich alleine. Alleine ist logischerweise immer einfacher. Yeah, no shit, Sherlock! Man sieht's ja da dann. Wir waren zu dritt Runde 14. Ich versuche Runde 15 zu knacken alleine. Ich kaufe die einfach nur, wenn ich die nicht brauche. Digga, brauchen die lange, um zu spawnen, gib mir das auf den Keks. Digga, ich wollte gerade sagen, Alter, nochmal 10 Leute hier. Ach, Jungs, ich kann euch nichts sagen. Also, ihr merkt wahrscheinlich immer noch, ich habe keine Ahnung, was ich uploaden soll, aber ich hatte jetzt in letzter Zeit wieder. Digga, kadämmen Sie mal die Fresse. Ach, geil. Ich hatte aber auf jeden Fall die letzte Zeit wieder übelst Bock auf Ko. Das sind zwar alles weg, ja, moin. So, naja, aber ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Oh, brother, this guy stinks! Ich verbinde einfach gefühlte, keine Ahnung, 4 Jahre fast mit diesem Spiel. Und eine so geile gemeinsame Zeit damals, die ich bereut habe, nie aufzunehmen oder irgendwas zu machen. Geschweige denn noch Kontakt zu den Leuten zu haben von damals. Aber das hat andere Hintergründe. So, aber genug Wie viel haben wir denn? Jetzt wird erstmal auf Runde 15 getryhardet. Und umso mehr freue ich mich auch auf Black Ops 6. Egal, war das Game Zombie-Modus, wenn das wirklich wieder rundenbasiert geil wird, habe ich da wieder so einen miesen Bock drauf. Und wenn nicht, wird's halt Arsch. Also ihr merkt schon, Shadows of Evil und Shadow of Evil ging, weil ich die Man of War gezogen hatte und konnte dadurch ein bisschen was machen. Hier habe ich wirklich nur die 2 Waffen. Es gibt keine Möglichkeit, im Anfangsraum an eine andere zu kommen. Geschweige denn irgendwie an einen Kaugummi-Automaten zu kommen oder irgendwas. Obwohl da einer steht. Ah, ich würde da so gerne ran. Ich habe nur die 2 Waffen. Das ist problematisch. Aber der einzige Vorteil, den ich hier habe, den ich in Shadows of Evil nicht hatte, ich habe einen verdammt guten Trainspot. Okay, ein paar Headshots. Ja, Newcomer mitten im Scheiß drauf. Spart alles Zeit ein. Also wenn irgendwer hier noch Ideen hat für irgendwelche Challenges in Call of Duty, weiß nicht, ob ich so eine Challenge nochmal versuchen werde. Ich habe ja noch Black Ops 4. Ich kann es, Cold War habe ich es mal so aus Testweise versucht, deswegen kam ich wieder auf die Idee mit Black Ops 3. Ah, Cold War fand ich halt mega langweilig. Ha, ich freue mich schon auf die Maps, wenn ich Kaugummi-Automaten benutzen kann, Alter. Ah, dann endlich Perkaholic alles verwenden, das wird so geil. Ja, okay, Shopping Free habe ich jetzt drin, Digga, das werde ich absolut nie brauchen. Außer ich versuche mal auf High Round zu gehen, wo ich aber nicht weiß und das werde ich wahrscheinlich auch nie versuchen. Meine richtige Motivationszeit mit High Round gehen, das ist wahrscheinlich in dem COD vorbei. Aber man weiß ja nie, vielleicht kommt ja bald mal das Gaming-Tief und ich habe keine Ahnung, was ich spielen soll, auch wenn ich das aktuell bezweifle, weil ich genug Spiele habe. Ja, mal, wenn ihr noch Ideen habt für irgendwelche Black Ops 3 Challenges oder vielleicht mache ich auch mal wieder Custom Zombie Maps. Ja, wenn wir das denn Level von der 15 geschafft, Junge Heilige. Jetzt muss ich mich konzentrieren, ey. Ich merke schon, ihr seid die Letzten. Okay, Bonusrunde. Letzte Bonusrunde und danach nur noch Zombies. Runde 15 ist das Ziel. Ich muss sagen, es fühlt sich wie damals an beim Divinium Farm bei PlayStation. Ich muss sagen, ich bin COD-Skill-technisch nicht mehr in meiner Prime-Zeit. Gaming-technisch bin ich's. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt mittlerweile auf PC umgestiegen bin mit Maustastatur und allem drum und dran. Aber wie gesagt, mein Skill und alles. Naja. Immer mal ein paar Shots aus dem Mag lassen, immer relativ weit außen trainen. Keine Crawler machen, das habe ich aus dem alten Video damals gelernt. Das war jetzt ein bisschen riskant. Ich hasse es, gegen Uhrzeigersinn zu trainen. Ihr seid halt nicht die Letzten, das weiß ich. Ihr wart die Letzten! Wieso wart ihr die Letzten? Warum wird es in meinem Zimmer immer wärmer? Okay, schön smooth. Die schönen alten Oldschool-Strats. Ganz ruhig, Oliver. Ruhig runterspielen. Okay. Ich könnte ja mal einen Red Screen provozieren. Aber ich kenne die Black Ops 3 Doppelhits noch. Das. Oh mein. Das meine ich mit den Doppelhits. Holy shit. Gut, da habe ich auch den. Aber da ging mir schon kurz. Ganz kurzer Kackstift. Ah,
okay, ich bräuchte die Runde irgendwie nochmal einen Insta-Kill oder irgendwas. Außerdem auch schön, dass ich gerade noch gesagt habe, gegen Uhrzeigersinn Train ist absolut arsch, ich hasse es. Und ich train die ganze Zeit gegen Uhrzeigersinn. Jetzt mache ich wieder im Urz. Jetzt mache ich wieder geh. Ich bin verwirrt. Es ist 1 Uhr morgens, während ich das Video aufnehme. Neue Muni nehmen, alles gut. Die ersten Zombies spawnen nach. Okay, dich muss ich umlaufen. Alles easy und gediegen. Neue Muni kaufen. Respawnt hier noch was? Da ist noch einer. Ich hab's am Rücken, kurz kratzen. Okay, ich glaube, es respawnt keiner mehr, oder? Du bist der Allerletzte. Der Bodyshot war persönlich. Ich kann noch mal Shiva-Muni nachkaufen, warum nicht? So. Runde 14. Damals zur dritten Runde 14. Weiß nicht, wie lange die Aufnahme ist. Ich sehe es halt einfach gerade aktuell auch einfach nicht auf meinem Zweitbildschirm. In OBS. Ich habe keine Ahnung. Damals mit dem Video waren wir bei, ich glaube, 8 Minuten. Okay, minus Outro vielleicht so 17 Minuten. Warte. Das war alles scheiße jetzt. Das hätte mich das Leben kosten können, das habe ich schon gesehen. Ich frage mich ja jedes Mal, wie das für Leute ist, die keine Ahnung vom Zombie-Modus haben. Die das denken, dass man das als Zombie-Spieler die ganze Zeit sieht, sein Tod oder auch nicht. Hey Lukas, schreib's mir gerne in die Kommentare. Oh ja, das ist big. Oder mein ganzes Aim bekomme ich nicht wieder. Das sehe ich ja schon, wie sie mich in Modern Warfare 3 durch Skill-Based Matchmaking durch die Lobbys treten. Und da ist es erreicht. Unseren alten Rekord überboten. Ich versuche jetzt noch bis, was sagt meine Uhrzeit, 1.10 Uhr, es kommen Hunde. Ich versuche jetzt noch bis Runde 20. Okay, dann machen wir 2 Granaten wegwerfen, weil das war damals immer der Aberglaube für mehr Max-Ammo. Also wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, müsste ja jetzt nach Giant, müsste ja dann Eisendrache kommen. Ich glaube, ab jetzt gibt es dann bei fast jeder, also wirklich bei fast jeder, im Anfangsraum einen Kaugummi-Automaten. Das heißt, sterben wird schwieriger. Also nicht unmachbar, weil sterben, ich kenne mich, ich habe schon in meinem ganzen Leben in Zombies schon sehr viele Tote gefressen. Sehr viele, die komplett Bullshit waren. Ich habe aber teilweise im Red Screen noch 4 Hits kassiert und habe das alles überlebt. Okay, das ist immer die größte Angst, Muni kaufen. Eine Nuke, die ist Bombe. Also, ja, ach ja, komm, ihr wisst, was ich meine. Ja, mein ich, ja, Digga, ich find's auch wieder schön, Alter. Schön noch sagen, gegen Uhrzeigersinn Train ist scheiße. Ich kann's auch immer noch nicht leiden und ich mach's aber die ganze Zeit. Ach, eigentlich müsste ich heute alle Maps durchziehen. Das Problem ist, dass ich dann auch ins Bett langsam will. Ah, und ich weiß, sobald Kaugummis ins Spiel kommen und ich kann mit Wandpower und so einer Scheiße mir gepunchte Waffen kaufen an der Wand, wird's halt problematisch, weil dann werde ich automatisch länger überleben. Ich glaube, ich würde hier schon bis überspitzt bis Runde. Okay, das ist scheiße. Das könnte mein Tod sein. Oh, das war. Hui. Damit habe ich nicht gerechnet. Also wie gesagt, wenn ich mit dem Train keinen Fehler machen würde, was ich früher oder später automatisch mache. Ich mache automatisch beim Train Fehler. Doppelte Punkte, ich kann das nicht mehr. Digga, gib Insta, gib New, gib Todbringer. Gibt's sogar unter Map gar nicht. Okay, dann ziehe ich das noch bis Runde 20 durch, würde ich sagen. Also ja, wie gesagt, ich könnte jetzt noch bis Runde 50 aufwärts versuchen. Ich weiß nicht, was der Weltrekord war. Ah, ich glaube, der Weltrekord müsste auch so irgendwas Runde 50 rum gewesen sein, 60. Den Skill würde ich mal schätzen, hätte ich. Aber die Motivation dazu hätte ich nicht. Ohne Witz, ich könnte jetzt hier nicht 4 Stunden im Kreis rennen. Okay, komm, Bonusrunde. Bonusrunde, Runde 20, easy. Fetch me there, soul. Weiß immer noch nicht, warum das Spiel auf Englisch ist. Okay, du kommst nach. Mehr Doggo. Du bist der Letzte. Und damit habe ich meine Ziele erreicht, die ich wollte. Ah, wie gesagt, ich könnte jetzt noch bis ins Unendliche versuchen, 125, 30. Also ich wüsste jetzt nicht mit. Ich weiß ja nicht mal, wie ich die Videos überhaupt gestalte. Das ist ja schon mal das erste Ding. Einfach aufnehmen und dann erstmal danach erstmal gucken. Ah, na gut. Ich wollte zwar noch ein bisschen aufspielen und was erklären, aber gut, dann nehme ich den Tod halt mit. Runde 20. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf Eisendrache. Ja, ich glaube. Bis dahin.